Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Warum hat der Typ Angst vor mir? Okay. Muss ich nicht ganz verstehen. Oh, ein bisschen Regen. Interessant. So, wie angekündigt, werden wir uns heute dann doch mal wieder nach Athen begeben. Na komm. Na. Na, na. Verbergen. Dieses Foto wird nun nicht mehr im Spiel angezeigt. Super. Ich hasse diese Fotos, die sie machen. Genau da, wo die Schnellreisepunkte sind. Bin ich ganz ehrlich, weil sowas ist immer nervtötend. Weil du willst gerade dahin reisen, aber triffst immer nur dieses Scheißfoto. Meine Fresse. Oh, Online-Dienstfehler. Ja, okay. Ich schätze mal, der Shop ist nicht kann nicht geladen werden. Aber Gott, den Shop brauchen wir auch nicht. Wachenentzündner, Umverstärkung. Wenn du dort vorher eine Falle legst, erleben sie ein blaues Wunder. Genau. So. Da sind wir nämlich. In der Stadt Athen. Wobei. Ja doch. Uns fehlt ja noch ein Dings. So, wir müssen nach da hinten. Nach dort. Dann würde ich sagen, Todessprung. Hey, ein Heuhaufen. Ich glaube, der ist doch Heuhaufen, den wo wir reinspringen. Das andere waren ja ein Blätterhaufen. Und sonst immer sind wir so runtergejumpt. Okay, und yeah. Hui, denk mal des Hippoleons. Jo. Bala. So. Das sind vor allen Dingen voll viele, wirklich voll viele Statuen hier, ne? Wenn man es so nimmt, sind hier sehr, sehr viele Statuen. So, dann wollen wir mal. Schon wieder eine Statue. Jo. Das ist tatsächlich sogar ein Dings. Ist ja mal witzig. Dass da sogar zum einen. Ach. Perikles, der Vater der Demokratie, ist der Führer hier. Der Anführer. Ist ja mal interessant. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Freunde, Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte. Schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los.
Wohin? Zu Perikles. Interessant. Interessant. Jo, guten Tag. Ich möchte nicht, kein Stress. Bleib zurück. Er ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. So. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Alexios. Willkommen, Alexios. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Ich hätte beide... ihr hattet beide gute Argumente. Du und Kreon, ihr hattet beide gute Argumente. Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Kleon gießt Öl ins Feuer. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Alexios, dass du ihn vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Bittest mich, alle Athener auszuschließen, um einen Fremden einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn er für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge ihn vielleicht als Diener wahr. Ich bin kein Diener. Alexios, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wir alle wollen etwas. Ich suche nach Nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposium sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Meteoros. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch was? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Meteoros, du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter und einer meiner treuesten Freunde. Politik und treue Freunde? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Okay. Ein Scherbengericht? Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Ich erledige das. Ich erwarte äußerste Diskretion. Das auf jeden Fall. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. So, okay. Wir haben ein paar nette Ziele. Ach komm. Das ist sogar der nächstgelegenste. So, ich habe hier... Oh, cool. Ich habe jetzt eine zweite Waffenmöglichkeit. Wie geil ist das denn? Auf erster Hand dann das Schwert, auf der zweiten die Dolche. Das ist doch schon mal mega. Das ist doch schon mal sehr mega geil. So. Giftbrenner. Ja, komm. Weg damit.
So. Wir müssen... Oh, wir sind Level 15. Aha. Das können wir natürlich auch gleich mal machen. Hier. Andere, dafür die... Muss ja... Und den außerhalb eines Konflikts sein. Präzise Attentate. Hedenschlag. Okay. Die ganze Kraft bündelt und ihn. Waffenruf. Rufe einen deiner Bootsleute, damit er deine Gegner für 30 Sekunden ablenkt. Okay, das ist so ein Ablenkungsding. Das könnte helfen. Das könnte sehr gut helfen, eventuell. Ne, ein greller Blitz. Ah, scheiße. Warte mal, das. Den da weisen wir mal dem zu. Dann machen wir hier. Den da. Mal dem zu weisen. Heilung, Gift, Blenden und den Stierling. Der spartanische Tritt, Gott. Ne? Lassen wir erstmal außen vor. So. Zumindest hier ist der erste. Ja, guten Tag. Wie kann ich helfen? Mein Freund. Chere, Freund. Ich sah dich mit meinem Vertrauten sprechen, Perikles. Es sah aber gar nicht so aus, als wäret ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Perikles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da hab ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Politiker lügen. Perikles wurde von den Menschen gewählt. Er wurde gewählt. Athen ist die Wiege der Demokratie. Oh, ist es. Nur, dass der falsche Mann in diesem Zentrum sitzt. Willst du irgendwas von mir? Oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Perikles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Meine Dienste sind kostspielig. Ich verstehe die Bedürfnisse des Gewerbes ebenso wie die des Volkes. Ich werde deine Dienste großzügig entlohnen. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Ach, ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir, das ist eine große Chance für dich. Wenn wir wenden, können wir ja beides machen. So, hier hinten ist auch noch was. Sein. Schlangen? Wenn du gehst, werden die Schlangen mich töten. Ich komme. Schnell, töte die Schlangen, bevor es zu spät ist. Warum sind hier so viele Schlangen? Fuck.
zack. Und zack. So. Moin. Erledige 45 Raubtiere. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also danke. Ich helfe doch. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Warum tut jemand so etwas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Okay. Konntest du deine Entführer erkennen? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Oh ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Okay. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Okay. Ich spüre sie auf, Metiochos. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Ja, ne? Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Gucken wir uns hier hinten mal um. Markt der Armen. Das muss der Teil von Athen sein, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Zack. Hui. So. Schlangen. Wie jene, die Metiochos umbringen sollten. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Ich würde sagen, wir gucken uns mal da oben um. Zack. Es sieht ganz danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Okay. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Metiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, armer Aktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Warum sollte Metiochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Ihr könnt das Gesetz nicht selbst in die Hand nehmen. Nun muss ich entscheiden, was mit euch passiert. Kleon sagt, es ist Zeit, den Eliten die Stadt zu entreißen und zu kämpfen. Egal, was du uns antust. Es werden andere kommen, die uns nachfolgen. Sag mir, woher. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlange gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Sag,
Sagt es mir. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Ja. Ich muss Athen von dem Schlangenhändler befreien. Genau das. So, aber bevor wir das machen werden, werde ich jetzt hier erstmal kurz auf der kleinen Lichtung. Werde ich hier erstmal warten, die Folge beenden und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lövers Kisan.